Wir sind jetzt, glaube ich, unter dem Dorf gerade. Kann das sein? Oh Gott. Ja. Creeper! Hey Leute! Was geht? Carnivore Premium für Game Grumps, Leute! Willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Ja, es geht weiter mit Minecraft stinknormal. Ja, ein stinknormaler Überlebensmodus in 1.13.1. Ja, ihr habt euch in den Kommentaren zu Recht beschwert. Ich habe mal 13.1 gesagt, aber es gibt wirklich 1.13.1. Das ist die neueste Version. Deswegen habe ich immer 13.1 gesagt. Ich weiß, 1.13.1, ihr wisst es jetzt. Ne? Also, ne? Gut, wir waren hier beim letzten Mal beim Dorf. Ich habe den Schmied immer noch nicht entdeckt. Ihr habt geschrieben, ihr habt ihn gesehen, aber ich sehe ihn irgendwie nicht. Wo habt ihr den denn gesehen, bitte? Ist das hier der Schmied? Nein. Auch nicht. So, das ist hier auch nicht der Schmied. So, wir machen uns jetzt einmal noch kurz hier auf die Suche nach dem Schmied. Wenn wir ihn finden, finden wir ihn. Wenn nicht, dann nicht. Hier haben wir die Bibliothek anscheinend. Nö. Hier. Könnte das vielleicht... Ja, ich weiß es nicht. Sollen wir hier mal durch? Nee, hier ist es eigentlich auch nicht. So, klasse Tür, wer das auch gebaut hat. So, gut, okay. Machen wir hier wieder zu. Aber ich habe keinen Schmied hier entdeckt, deswegen... Oh, guck mal, Karotten und so haben die hier. Wir könnten natürlich Folgendes machen... So, ich könnte das ja nicht alles abbauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier mit kann. So. So, Steinhacke. Damit. So, ich sehe hier ein paar. Hier ein paar Karotten. Alle mitnehmen. Was brauche ich denn hier? Ich brauche keine Feder, ich brauche keine Erde, ich brauche kein Granit, brauche kein Kies. Leder will ich auch nicht. Spinnenauge behalte ich mal. Fahren will ich nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Nein, nein. Oh, es wird schon dunkel. Das heißt, ich denke, wir werden die Nacht hier verbringen. Was haben wir denn alles gesammelt? Rote Beete-Samen, Spinnenauge, Karotte, rote Beete. Okay, so, ich denke, ich lege mich jetzt erstmal irgendwo hin, damit wir die Nacht hier in Ruhe verbringen können und keine Angst haben müssen, dass hier irgendwelche Zombies gleich da sind. Ja, komm, jetzt ist hier natürlich belegt. Deswegen machen wir es. Hier mache ich mir meine Tür hin. So. Dann kommt hier mein Bett hin und dann legen wir uns doch mal kurz ein bisschen hin. Und dann geht's jetzt mit der Reise weiter hier bei Minecraft stinkt normal. So. So. Wir hatten hier hinten noch die Werkbank, die ich eigentlich mitnehmen wollte. So, komm, wir wollen ja nicht so sein. Machen wir hier. Na, Hobbygärtner. Es geht dann mit der Reise weiter, obwohl, wobei, ich wollte jetzt eigentlich noch, wollte ich mir hier noch eine vernünftige Axt machen. Die andere ist gleich kaputt. Ja, alles klar. Es geht weiter mit unserer Reise. Wir sind ja von da hinten gekommen, deswegen gehen wir jetzt hier lang. Oh, ich habe, guck mal, ich habe hier noch gar nicht reingeschaut. Ganz viel Eisen. Das freut mich. Das heißt, wir können zu toller Eisenspitzhacke oder auch Eisenrüstung machen. Vielleicht in erster Linie eine Eisenrüstung. Was haben wir denn hier? Guck mal, einer. Sieh mal einer an. So, wie hier. Ich jetzt erstmal eine Fackel hin. Ja, das hat mir keiner von den Dorfbewohnern erzählt, dass wir hier Eisen finden. Na, und Onkel Herbert beim letzten Mal auch nicht. Der war ja irgendwie ein bisschen schlecht drauf. Warum auch immer.
das sieht doch gut aus. Ey, wir sind jetzt, glaube ich, unter dem Dorf gerade. Kann das sein? Oh Gott, ja. Creeper! Ich verschwinde. Ich gucke hier noch mal kurz. Aber hier ist nichts. Deswegen kommt das Ding wieder mit. Kohle habe ich, glaube ich, genügend. Okay, machen weiter mit unserer Reise. So, wo ist der Dorf? Da ist der Dorf. Dann geht's hier weiter. Wir haben hier wieder eine Art Schlucht irgendwie. Auf welcher Höhe befinden wir uns eigentlich? 60, ja gut, hier werden wir definitiv keine Dias finden. Aber dafür wieder... Hallo? Dafür aber Eisen. Beziehungsweise Eisenerz. So viel haben wir denn mittlerweile? 29, ja, damit kann man doch einiges machen. Beim nächsten Mal den Ofen mal anschmeißen. Ich würde sagen, beim nächsten großen Eisenvorkommen schmeißen wir den Ofen mal nebenbei auch an. Aber hier jetzt, würde ich sagen, hat es noch nicht so groß gelohnt. Vielleicht, wenn wir gleich eine Schlucht finden oder so. Hier in die. Oh, guck mal. Oh Gott. Das hätte auch nach hinten wieder losgehen können, Leute. Okay, wir haben hier auf jeden Fall Zombies. Ich würde sagen, die kommen jetzt erstmal. So, ich sehe hier auf jeden Fall schon mal Eisen. Das ist gut. Da hinten, glaube ich, auch ein bisschen gesehen, ja. Deswegen packen wir am besten hier mal auch was hin. Wir müssen vorsichtig sein, nicht, dass von oben jetzt auf einmal gleich Lava kommt. Kann ich mir aber nicht vorstellen. So, ich möchte jetzt eigentlich mal hier den Ofen hinpacken. Hallo? Hallöchen! Ich möchte jetzt eigentlich hier den Ofen hinpacken. Dann hier. So, wir können auch ein bisschen was schöne Eisenbarren haben. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also ich, das ist jetzt die dritte Folge, die ich zumindest überlebe. So, hier muss ich jetzt natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Soll ich mich hier meinen Weg, ja. Hier geht es schon ein bisschen tiefer. Warte. Das war knapp. Genau damit habe ich eigentlich noch gerechnet. Ich baue mal hier so einen Holzweg, damit ich weiß, wo ich dann gleich lang muss. Ja. Ach, guck mal, ich will ja auch ein bisschen liegen lassen. Okay. Gehen wir mal weiter. Da ist Mr. Skelett. Soll ich mich mal trauen? Ja, ich höre ihn schon. Da! Okay. Zumindest haben wir das jetzt geschafft. Gut. Dann machen wir doch hier weiter. Also das wird heute eine Höhlenexpedition. Nur in der Höhle ist es natürlich besonders gefährlich immer, Leute. Und ich habe jetzt schon meinen Weg verloren, bin ich ganz ehrlich.
Hier bin ich ein bisschen vorsichtiger. Okay, ich bin hier lang gekommen. So, wie sieht's hier mit den Eisenbarren aus? Das sieht schon mal gut aus. Okay. Zugemacht. Okay. So, ich brauche jetzt eigentlich mal eine Eisenrüstung. Als erstes mal ein Eisenharnisch. So, dann habe ich dann noch. Eisenhelm. So. Ne? Das ist doch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Das ist mein Höhlenhager hier. Finde ich gar nicht so schlecht aus. Hier mit schon. Ne? So ein bisschen. Ja, machen wir mal so. Kurz. Ich möchte hier auch mal Lava sehen. Ja, da müssen wir besonders vorsichtig sein. So. Noch hier ein schönes Foto. So, aber ich habe zumindest ein bisschen schon was von meiner Eisenrüstung. Es gefällt mir, aber ich glaube, ich habe dann noch nicht alle Eisenbarren reingepackt und das. Könnte ich vielleicht ein bisschen klüger machen. Genau, da kann ich hier alles reinpacken. Ich denke, ich mache das hier jetzt auch erstmal zu. Nicht, dass hier jetzt, aber gleich ist wahrscheinlich schon wieder dunkel. Na, und dann kommen hier wieder alle Zombies rein. Das möchte ich natürlich nicht. Und deswegen baue ich mir mal kurz hier. Okay. Wir machen weiter. Ich sehe da unten auf jeden Fall einige Creeper. Jetzt habe ich die ganze Kohle hier mitgenommen. Gut. Wir haben ja hier genügend Kohle vorkommen, deswegen nehme ich hier wieder ein bisschen was mit. Ich wollte mir ein paar Fackeln machen. Meinen Weg ein bisschen heller machen kann hier. So. Das sollte jetzt erstmal wieder reichen für den Anfang. So, wir haben ein bisschen Hunger. Stein, nee, Stein wird nicht klappen. So. So, hier ein bisschen. Ich sehe da unten ein bisschen was, aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, jetzt extra nach unten zu gehen. Ich höre hier hinter auf jeden Fall ein bisschen was. Ich würde, glaube ich, gerne mal hier in diese Richtung gehen, was wir da alles noch haben. Ja, hier hört es eigentlich schon auf. Ist ja nicht schlimm, wir haben noch ein bisschen Eisen. Ich denke, auf der Höhe, nein, wir sind gerade mal auf 56, werden wir auf jeden Fall nichts finden. Was Dias oder was andere Sachen angeht. Ist aber auch nicht schlimm. Wir wollten erstmal nach Eisen suchen, Leute. Das ist erstmal in Ordnung. So, guck mal. Da möchte ich eher nicht rein. Wer weiß, was da alles auf mich wartet. Noch ein bisschen Kohle mit.
werden wir so oder so für unseren Ofen brauchen. Da unten haben wir ein paar Zombies. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es schon wieder dunkel ist. Ist aber auch nicht schlimm. Machen das hier wieder zu. Jetzt hier unser Bett auf. Ja, es ist schon wieder dunkel. Das ist okay. Kein Problem. So, Bett wieder mitnehmen. Ich würde sagen, auch das Ding nehmen wir uns wieder mit. Ja, das reicht erstmal. Weil ich wollte ja eigentlich noch meine. Eine Hose brauche ich noch. So, und die Schüchchen vielleicht noch. Okay, ich guck mal. Ich glaube, eine Eisenspitzhacke mache ich mir auch mal direkt. Wie, kann ich nicht mehr? Ne, ich brauche erstmal davon ein bisschen was. Ja. Ich denke, die wird definitiv besser sein. Machen wir uns mal eine zweite. So, ich denke, hier kann ich wieder ein bisschen was loswerden. Das werde ich mal los. Das werde ich los. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das auch nicht. Fleisch auch nicht, Kürbis auch nicht, da auch nicht. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Wir müssen uns bald ein bisschen was Neues zu essen machen, definitiv. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Das war's mit der Höhlenexpedition jetzt hier erstmal. Dann machen wir jetzt hier wieder unseren Weg frei. Wir sind immer noch nicht weit weg vom Dorf, glaube ich. Gucken wir jetzt gerade, laufe ich wieder zurück zum Dorf. Ne, da ist das Dorf, das heißt, wir müssen hier in diese Richtung. So, ich würde ganz gerne ein bisschen Holz mal wieder abbauen. Wenn wir safe brauchen, hier und da. Deswegen packe ich das mal hier rein. So. Das sollte erstmal reichen. Ja, das doch, finde ich eigentlich ganz gut hier für den stinknormalen Modus, was wir hier schon ein bisschen gefunden haben. Wir haben jetzt schon 16 Eisenbarren, wir haben noch 34 Eisenerz. Es gibt eine schlimmere Ausbeute, bin ich ganz ehrlich. Und wieder eine Menge Fische, das heißt, wechseln wir einmal kurz hier. Kurz durch. Ja, ich denke, wir gehen mal hier in diese Richtung. Haben wir hier Schönes? Haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Ja, selbstverständlich. Ja, da hinten ist schon ein Zombie, aber schlimm. Ein bisschen, ja, ich glaube, das reicht jetzt erstmal wieder. Yep. Oh, ich habe Hunger, merke ich gerade. So, vielleicht verschaffen wir uns mal hier so ein Überblick und zu gucken, okay, in welche Richtung soll es denn gehen. Ja, es ist voller Wald. Wald, Wald, Wald. Deswegen gehen wir jetzt einfach in diese Richtung weiter. Da gibt es keine große Auswahl, um ehrlich zu sein. Na, hier haben wir doch jetzt eher schon so ein bisschen einen anderen Wald, einen anderen Typ von Wald. Das gefällt uns doch. Aber ich finde, in der heutigen Folge hat sich doch schon mal gelohnt, hier in die Höhle einzusteigen. Sollen wir eine weitere Höhle vielleicht mal einsteigen hier? Ja, moin. Danke.
Ja, sind halt einfach noch nicht so auf der Höhe. Ich würde eher einen Berg finden, wo ich mich dann ein bisschen runterbaue. Ne, wie hier zum Beispiel. Können wir beim nächsten Mal dann ja vielleicht machen. Ich möchte jetzt hier erstmal ein bisschen die Umgebung nochmal checken. Was sich hier alles zu finden. Aber wir haben hier zumindest einen Berg. So, wir befinden uns momentan auf der Höhe 68. Dias finden wir auf 10 bis 18, glaube ich. Oder 8 bis 18. Deswegen... Ah, guck mal. Ein weiteres Dorf. Da haben wir doch jetzt bestimmt mal einen Schmied. Ich hoffe, ich bin nicht in dem gleichen Dorf, wo ich eben war. Weil das sieht hier relativ ähnlich aus. Muss ich gleich mal prüfen. Sag bitte nicht, dass das gleiche Dorf. Och, komm schon. Kann nicht sein, dass wir jetzt wieder beim gleichen Dorf sind, oder? Doch, das ist das gleiche Dorf. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall das gleiche Dorf. Ja, das ist das... Wie, wir sind schon wieder beim gleichen Dorf? Dein Ernst? Wie konnten wir den Weg denn wieder hier hinfinden, ne? Gut, dann gehen wir jetzt in diese Richtung. Ich bleib hier dran, ganz bestimmt nicht im Dorf. Also bitte. Gut, das war ein anderer, das war der gleiche Berg, deswegen lassen wir das mal. Wir haben hier einen schönen Wasserfall. Ein paar Pferde. In dieser Richtung sieht doch interessant aus. Ein bisschen was zu essen. Mal gucken, ich habe mein letztes Essen sogar ausgegeben. Ist ja nicht so schlimm. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Also wir machen jetzt noch weiter bis zum Einbruch der Dunkelheit. Ne, wie immer. 2 Tage. Ja, vielleicht schaffen wir es ja auch hier im stinknormalen Modus mal ein eigenes Haus zu bauen. Also schaffen wir, aber... Ne? Ich würde dann gerne vielleicht noch ein Dorf finden, wo ich mich vielleicht so ein bisschen, ne, austoben kann. Wo ich mich auch ein bisschen sicher fühle. In gesicherter Nachbarschaft. Und nicht hier neben Onkel Herbert oder so. Oder Tante Ingrid. Ne, das möchte ich eigentlich eher nicht. Sind irgendwie immer schlecht drauf. Warum auch immer. So, schön. Das geht wieder raus. Ja, bisher aber noch nichts Interessantes wieder gefunden. Auch keine Wüstenlandschaft. Wird mal langsam Zeit dafür, Leute. Bisher hier nur Waldlandschaften, wir haben noch nicht mal einen Dschungel oder so. Ich nehme eine an. Hier ist eine Schlucht. Ja, nee, bleibt ihr mal da unten. Ist okay. Ich habe heute keine Lust auf einen Besuch. Schlechter Sprung. Ich sehe schon, die Sonne geht unter. Ich glaube. Ja, wir bauen uns jetzt mal für heute Nacht unser Lager hier auf. So, das wird mal zugemacht. Wir haben aber Fackeln eigentlich. So.
Oh, ich hoffe, warte. Ich hoffe, ich habe mich nicht falsch hingelegt. Ja, okay. Leute, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer stinknormalen weiteren Episode. Wir haben mal wieder überlebt. Die Höhlenexpedition war doch relativ erfolgreich. Wir haben uns eine komplette Eisenrüstung hier gemacht. Und wir haben auch noch genügend Eisenbarren und Eisenerz. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Und gerne ein Emoji-Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. In die Kommentare. Ne? Ihr wisst Bescheid. Diesmal der Unterschied. Euer Kahn. Ciao.